Ich habe einen Sportunfall gehabt. Ich war Fallschirmspringerin, hobbymäßig, also jetzt nicht Profi, aber hat schon einen großen Teil meines Lebens ausgemacht. Und ich habe bei der Deutschen Meisterschaft 2016 habe ich dann einen Unfall gehabt. Und der war halt heftig, würde ich sagen. Also schon ziemlich viele Verletzungen, unter anderem halt eine Querschnittlähmung. Das ist mein Bus. Also bei mir ist alles relativ offen gestaltet, weil ich halt eben ein bisschen mehr Platz brauche. Wollte ich das nicht so eng und verbaut haben. Deswegen sind hier überall so klare Flure, wo genug Platz ist, auch dass ich mich drehen und wenden kann. Die Küche ist größer geworden, als ich gedacht habe. Aber der Platz gibt es her und ich finde eine Küche immer schön. Also die besten Partys finden eigentlich immer in der Küche statt. Von daher, ja, es ist eine Standardküche, ist gar nichts Selbstgezimmertes. Das Einzige, was wir da selbst gebosselt haben oder Freunde gemacht haben, ist eine schöne Arbeitsplatte hier mit einer Naturkante. Das finde ich ganz toll. Und ansonsten haben wir natürlich die Schränke und so ein bisschen an die Gegebenheiten vom Bus angepasst. Hier oben ist halt nichts gerade. Die runde Decke, da müssen natürlich auch die Schränke dann dran glauben und ein bisschen in Höhe verlieren. Ja, ansonsten ist es leider noch nicht ganz fertig, wie ihr sehen könnt. Aber hier kommt noch eine Couch hin, eine Bettcouch, die man dann ausziehen kann. Und hier oben noch ein bisschen Stauraum, da kommen auch noch Klappen dran, dass das ein bisschen schöner aussieht und dass auch nichts rausfällt während der Fahrt. Zum Gasherd, das ist eigentlich auch ganz witzig. Den Gasherd habe ich zusammen mit dem Bus gekauft. Der Vorbesitzer hatte sich schon dieses Ding gekauft und da er ihn nicht mehr ausgebaut hat, hat er gefragt, ob ich ihn gebrauchen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, sieht schick aus, passt. Nehme ich gleich mit. Insofern war das tatsächlich das erste Bauteil für den Bus. Also, warum ein Schulbus? Ehrlich gesagt, aus Platzgründen. Alles andere, was so der Markt hergibt an Campern, hätte einfach nicht genug Platz gehabt. Okay, der ist jetzt sehr groß, aber hat auch seine Berechtigung. Mit Rollstuhl braucht man halt ein bisschen mehr Platz als andere. Was habe ich vor? Ursprünglich habe ich mal gedacht, ich tingle mal so ein bisschen durch Europa. Und da ich auch als Schiedsrichterin tätig bin, habe ich gedacht, ich fahre dann auch Wettbewerbe damit und sowas. Aber jetzt wird es doch ein bisschen größer. Die erste Reise geht gleich in die USA für ein paar Monate. Und dann geht der Bus quasi zurück in seine Heimat. Und ich werde mal wieder ein bisschen was von der Welt sehen, was ich echt vermisst habe. Ja, hier oben muss ich auch gucken, wie viel ich da reinräume, weil ich da auch nur bedingt dran komme. Aber da werde ich mir überall irgendwie so Teiler, so ja, Schrankteiler, weiß nicht, wie man das nennt, Raumteiler reinmachen, dass das nicht alles so hin und her fallen kann während der Fahrt. Aber da gibt es bestimmt auch ganz viele Leute, die da tolle Tipps für haben. Da haben wir jetzt überall so Magnete angebracht, dass das hält. Bei den Türen ist das ganz gut, die kriegt man relativ easy auf. Aber teilweise hier an der Schublade muss ich so stark ziehen, dass ich die überhaupt aufkriege. Also da halten die Magnete echt gut.
so eine Idee von mir gewesen, dass hier der Tisch hinkommt, den man halt ausklappen kann und dass man dann halt den Sitz drehen kann, um am Kopfende zu sitzen. Das funktioniert auch. Ursprünglich war auch geplant, dass man den Fahrersitz drehen kann. Der ist rein theoretisch auch drehbar, aber leider reicht der Platz nicht aus, um den zu drehen. Von daher ist momentan nur, dass der Beifahrersitz gedreht werden kann, aber ja. Ansonsten, den kann man dann hochklappen. Ich komme jetzt allerdings nicht an das Scharnier. Oder? Ich komme dran. Hopp. Der Tisch steht. Und so kann einer hier sitzen, also rumgedreht dann. Ich kann auch hier sitzen. Der Fallschirm hat sich nicht geöffnet und das ist an für sich nicht so schlimm. Man hat ja einen zweiten, man hat eine Reserve. Die habe ich dann auch gezogen. Allerdings kam der Hauptschirm dann doch noch hinterher und zwei Fallschirme, die vertragen sich auch nicht so. Und dann gab das halt so eine Spirale quasi, in die ich reingekommen bin. Dann hat mir der Haupttragegurt noch den Hals abgedrückt, dann bin ich bewusstlos gewesen. War also außer Gefecht. Also ich hätte auch nicht gedacht. Also ich habe mich am Schirm im Prinzip schon von allem verabschiedet. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass ich da wieder aufwache. Meine Verletzungen waren, beide Füße waren ziemlich zertrümmert. Das linke Bein war knochenmäßig auch ziemlich zersplittert und aufgebröselt. Der linke Arm hatte... Da habe ich hier so eine Prothese drin, eine Radiusköpfchenprothese. Dann habe ich natürlich ein paar Wirbel, die nicht mehr so heile sind. Also der 5. Brustwirbel, der 9. und der 10. wurden ersetzt. Der 1. Lendenwirbel wurde versteift. Ja, ich glaube, das war's. Und dann so noch ein paar Bagatellschäden, Rippe und sowas. Also da meine Beinchen da nicht so mitmachen, werde ich ein Handgas kriegen. Das nennt sich Gasring. Da wird hier so ein Ring ans Lenkrad gemacht, mit dem ich quasi direkt hier Gas geben kann. Ist eine elektronische Lösung, deswegen auch nicht ganz so einfach. Und da sind wir aber dran, dass das demnächst erfolgt. Neben dem Gas brauche ich natürlich auch eine Bremse. Die wird hier so nebendran montiert. Die geht allerdings mechanisch dann aufs Bremspedal. Also drücke ich quasi hier runter und dann geht das Bremspedal runter. Und damit kann ich dann fahren. Ansonsten ist der Bus in Automatik. Und dann den Rest kann ich ganz normal bedienen. Hier haben wir noch so Cupholder reingemacht, damit man während der Fahrt natürlich auch schön was zu trinken hat und das nicht rumfallen kann. Also ich glaube schon, dass ich das hinkriege, damit zu fahren. Okay, ein paar Schilder müssen dann vielleicht in Deckung gehen, ich weiß es nicht. Also ich habe da schon Respekt vor so einem großen Auto. Man hat mir gesagt, da ich einen T5 gefahren bin, das wäre nur eine Nummer größer, ist im Prinzip aber genau dasselbe. Ich werde sehen, ich weiß es noch nicht. Bisher konnte ich ihn ja noch nicht Probe fahren, weil das Handgas noch nicht drin ist. Aber ja, deswegen ist es ganz gut, dass der erste Trip in die Staaten geht. Da sind die Straßen ein bisschen breiter, die Parkplätze ein bisschen größer. Ja, ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Das Gute an dem Bus ist halt eben auch, dass hier so viel Platz ist. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Rollstuhl hier direkt neben den Fahrersitz fahren kann. Aber das passt wunderbar. So, jetzt kommen wir zur Wellness-Oase. Mein Badezimmer hat alles, was man braucht. Kleines Waschbecken, eine schöne Trockentoilette und eine Dusche. Sieht ein bisschen seltsam aus, ist aber ganz praktisch für mich. Hat sich wahrscheinlich noch nie jemand drüber Gedanken gemacht, aber wie ziehst du dir eine Hose an oder aus, wenn du nicht aufstehen kannst? So. Sitze ich schon mal auf der Toilette. Keine Angst, ich
führe euch jetzt nicht vor, wie das Ganze sonst funktioniert. Ups. So, und jetzt kann ich mir die Hose hoch oder runter ziehen, ohne ständig auf der Toilette rumrutschen zu müssen. Sollte jeder mal probieren, der nicht aufstehen kann, wie man sowas löst. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das war schon ein tiefes Loch, in das ich gefallen bin. Aber ich weiß nicht, ob ich kann auch gar nicht sagen, okay, das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, nee, jetzt nimmst du das nochmal in Angriff und guckst, dass du wieder raus aus diesem Loch kommst. Keine Ahnung, es war irgendwie ein schleichender Prozess. Ich habe jedenfalls gesagt, okay, wenn du dir jetzt nicht einen Strick nimmst, dann musst du halt gucken, dass du wieder auf die Beine kommst. Jetzt nicht nur wirklich auf die Beine, sondern auch mental. Aber dafür habe ich mir dann halt auch Ziele setzen müssen, weil morgens aufzustehen ohne Ziel, das macht keiner. Also irgendwie muss man immer irgendwas haben, was einen letztendlich dann doch da rausholt. Mein Hund war halt 24 Stunden bei mir. Der hat auch mit meiner schlechten Stimmung und schlechten Laune, wollte der halt raus und wollte was unternehmen. Das hat mir geholfen auf jeden Fall. Und ich habe gedacht, ich probiere auf jeden Fall alles, was geht. Alle Reha-Maßnahmen, die ich irgendwie ergreifen kann, um halt wirklich wieder auf die Beine zu kommen. Also das war dann halt meine oberste Priorität. Ich habe dann halt eine Reha gefunden, die sehr speziell arbeitet, die nicht nur guckt, dass man im Rollstuhl halt klarkommt, sondern die jeden Querschnittgelähmten oder, keine Ahnung, Schädel-Hirn-Trauma-Patienten, Schlaganfallpatienten wieder auf die Beine stellt, mit denen läuft, egal welche Voraussetzungen sie haben. Und diese Reha habe ich gemacht und da hatte ich eigentlich auch ganz gute Fortschritte. Also mit Hilfe stehen, mit Hilfe gehen, das war schon toll, das mal wieder machen zu können. Und auch, dass es Leute gibt, die daran glauben, dass es noch machbar ist, auch wenn es nicht mehr wird wie vorher, aber man kann sein Leben immer noch verbessern. Man muss nicht nur im Rollstuhl sitzen und sich damit abfinden. Das war eigentlich das, was ich nicht wollte, mich mit allem abfinden. Genau, und jetzt bin ich auch in der Lage, mit Orthesen wieder aufzustehen und ein paar Schritte zu laufen. Also ich werde jetzt keinen Marathon damit laufen, aber ich kann mal in der Küche ein bisschen hin und her laufen. Ich kann mal kochen im Stehen, was für einen normalerweise selbstverständlich ist. Für mich ist das jetzt ein Highlight. Also mein Schlafzimmer ist erstmal nicht als solches zu erkennen, beziehungsweise man denkt, was hängt denn da rum? Also ich habe hier ein Hubbett mir von Freunden bosseln lassen. Das ist tatsächlich eine etwas eigenwillige Lösung, aber es funktioniert mit einem Rollladenmotor, der das Ganze betreibt. Damit kann ich das Bett halt hoch und runter fahren. Wenn ich hinten reinkomme, kann ich halt hier durchfahren. Und wenn wir am Fahren sind oder wenn ich halt schlafen will, kann ich es halt runterlassen und ja, dann unten lassen. Ja, ansonsten, hier haben sich während der Bauphase ganz viele immer den Kopf gestoßen. Deswegen habe ich jetzt die Tage hier mal eine kleine Warnblink-Einrichtung installiert, damit man sieht, okay, hier ist was, ducken bitte. Also unter dem Bett habe ich hier auch noch so Staukästen. Da liegt dann das Bett auch auf, also es hängt dann nicht in der Luft, sondern es hat dann auch was, eine Auflagefläche. Das ist mein schönes 1,40 Meter Bett. Sollte reichen. Es war ein Handicap-Bus. Da wurden also auch Kinder im Rollstuhl mit transportiert in die Schule gefahren.
Eigentlich musste ich den Bus kaufen, weil der war irgendwie wie für mich gemacht. Der hat irgendwie auf mich gewartet. Keine Ahnung. Das sollte irgendwie alles so sein. Ja, der hat diesen Rollstuhllift quasi schon gehabt. Ich verreise mit meinem Ex-Freund. Also wir haben uns 2018 getrennt und hatten dann sporadisch Kontakt, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich halt von diesem Projekt erzählt, dass ich mir halt gerne einen Camper ausbauen würde und habe auch erzählt, dass vielleicht ein Schulbus da in Frage käme und dass ich einen gefunden habe, den ich mir gern angucken würde. Und dann hat er gesagt, er kommt mit. Und dann waren wir da, haben uns den angeguckt. Ich habe gesehen, das ist dieser riesige Schulbus. Ich hätte gehofft, es wäre die Nummer kleiner gewesen. Naja, da habe ich innerlich schon eigentlich abgeschlossen gehabt für mich, weil das war eigentlich die Nummer zu groß, weil ich wusste, dann muss ich einen LKW-Führerschein machen. Und er war aber so von der Idee und von diesem Bus angetan, dass er gesagt hat, ja, wenn es dir zu viel ist alleine, dann machen wir es zusammen. Dann habe ich gesagt, ja komm, lass uns erstmal darüber nachdenken, schlaf mal ein paar Nächte drüber und dann reden wir nochmal. Ja, das haben wir dann gemacht und dann habe ich ihn ein paar Tage später gefragt, denkst du, es ist eine gute Idee, das zu machen? Ja, warum nicht? Ja, okay, er hat damit kein Problem, ich habe damit auch kein Problem. Und jetzt gehen wir dann halt zu viert mit unseren beiden Hunden auf große Reise. Ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gestartet bei GoFundMe. Da haben mich ganz viele Freunde, Bekannte, aber auch Leute, die mich überhaupt nicht kennen, schon unterstützt. Und ja, damit finanziere ich mir das auf jeden Fall mit. Also damit kann ich bisher noch nicht alles finanzieren, aber das ist toll, dass da ganz viele sagen, das ist super, was du machst und wir möchten dich gern unterstützen und da freue ich mich über jeden Cent. Ich bin seitdem nicht mehr gesprungen. Ich würde auf jeden Fall. Ganz viele haben mich gefragt, ob ich nicht noch mal ein Tandem machen will. Ich sage, nee, Tandem kommt für mich nicht in Frage, das finde ich witzlos. Weil wenn du selbst über 1000 Sprünge hast, dann ist es irgendwie doof, dich an einen anderen ranzuhängen. Ich würde auf jeden Fall gern wieder springen, aber dafür hätte ich gern mehr Kontrolle wieder über meinen Körper. Also im Freifall, glaube ich, ist es gar nicht so das Problem, aber für die Landung wäre das schon so nicht so praktisch. Da hätte ich eher Angst, dass ich mir jetzt nochmal richtig weh tue und vielleicht nochmal einen Schritt zurückfalle. Da tue ich mir, glaube ich, im Moment keinen Gefallen mit. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt dann da oben sitzen würde und denken, oh, springe ich mal, ne? Also, das wird mich sicherlich nicht kalt lassen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, nee, ich will nie wieder aus einem Flieger springen und ich verachte den Sport und ihr seid doch doof, dass ihr das alle macht. Das, um Gottes Willen, ich liebe diesen Sport immer noch. Ich bin immer noch ein Teil davon und da bin ich eigentlich auch stolz drauf. Also momentan laufe ich mit den Skien mit gestreckten Beinen. Das ist natürlich sehr unnatürlich, sieht auch nicht so schön aus. Ich würde mich freuen, wenn meine Beine mir wieder dahingehend entgegenkommen, dass ich ein bisschen mehr Kontrolle darüber habe, dass ich auch, ja, wie jeder normale Fußgänger läuft, auch wieder beugen kann. Und dass ich dann vielleicht irgendwann auf kürzere Schienen umsteigen kann oder halt sogar ohne Schienen ein paar Schritte laufen. Das wäre schon toll. Also wenn ich mich einfach mal irgendwo kurz aufrichten könnte und 2 Schritte gehen und mich dann wieder hinsetzen. Das wäre schon toll. Also versteht vielleicht keiner, aber das wäre ein Riesenschritt. Ja.